Gemma Tim Drake, Assassin's Creed Odyssey, Hauptquest, Hafen der Gesetzlosigkeit. Und zwar ist es immer noch die Questreihe um die Anthusa herum. Wir haben ja Irina und Dalames, die beiden haben wir ja schon besucht. Und Anthusa hatte uns ja unter anderem auch damit beauftragt, nachdem wir die Info erhalten haben: Achtung, es gibt da so ein Hafen- und ein Lagergebäude, wo der Höker, also der Feind der Hetären, all seine Schmuggelware hat. Das Leichteste wäre doch, wenn wir den Höker ins Chaos stürzen, indem wir all die ganzen Waren in dem Lagerhaus abfackeln. Gibt es auch noch zwei Schätze. Und die Idee, das Lager zu besuchen und da den Höker zu schädigen, indem wir da seine Waren verbrennen, das hört sich doch ganz attraktiv an. Aber schwer bewacht. Wir sehen, da sind hier diese Riesenklopse. Oh, der hat uns gar nicht gesehen. Stehen wir direkt vor ihm. Das ist gar nicht wahrgenommen hier. Spartiaten hat das auch nicht hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, da würde sich die Schildbrecherfähigkeit wieder anbieten. Aber das ging auch so hin. Mal kurz ein bisschen weglaufen. So, jetzt könnt ihr alle schön die Treppe runterkommen. So, ist brav. So, Pumps. Eine große Keule mal hier aus der Tasche geholt. Nicht nur ihr habt große Distanzwaffen, hier auch eine schöne Keule. Und die brennt sogar mit den Freunden hier. Die hier wegbumst, wa? Rums. Ist die einfachen Soldaten überhaupt noch nach dem Schlag stehen oder nicht? Naja, sei es drum. Und nebenbei ein paar Pfeile zerschießen. Oder verschießen. Und der ist auch schon umgefallen. Wieder Rüstung, die wir später zerlegen können oder beim Spiel verkaufen. Komm, 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 komm. So, einer noch. So, und jetzt der Tritt runter. Jetzt haut's hin. Das war's. So, da vorne wird auch schon das Questziel angezeigt. Hier ist das Lagerhaus. So eine kleine Wache. Der ist nach denen aber kein Problem mehr. Der hat ja nicht mal ein Schild. Eine Wache vom Höker. So. Untersuchungsgebiet. Hüpfen wir mal rein. So, letztendlich, wir sollen ja die Waren abfackeln. So, sehen wir uns einmal um. Ah, stopp, Moment, Zivilist. Du, bitte hilf mir. Ah, alles klar. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht sofort das Lager hier in Brand stecken, sondern dass wir erstmal die Leute befreien, die hier sind. Wir wollen ja nicht aus Versehen Unschuldige töten. Da ist auch noch eine. Man gar nicht so gesehen in den Schatten hier. Aber gut, dass sie sich bemerkbar gemacht hat. So, sie ist frei. Hau man bloß ab. Und wenn hier alles niederbrennt. So, ein paar Sachen haben wir erstmal eingesammelt. So, anzünden. Jetzt können wir entweder unsere Fackel ziehen oder wir nehmen unser Brennenschwert und dann die Pfeile. Ölkrug kaputt gemacht. So, Nummer 1 erledigt. Und ich habe mich selber angezündet. Schnell wieder ein paar Mal ducken. So, 4 Stück brauchen wir noch. Das ist kein Krug. Ich glaube, da hinten war noch was. Mal wieder runter. Das sieht doch gut aus. Oh, der ist gleich entzündet hier. Uiuiuiuiui. So, 3 Stück noch. Nächster Krug. Ach guck mal, der entzündet sich jetzt selber nicht. Das ist ja auch lustig. Ja, wir können jetzt endlich, könnten wir auch unsere Fackeln nehmen und die einfach schmeißen. Das haben wir auch schon mal oft genug gemacht. So, Nummer 3.
Nummer 4. Jetzt kommt die Verstärkung. Was passiert jetzt? Ich sehe schon wieder so merkwürdig aus. Ich weiß gar nicht, was das soll. So, wir erden hier. Wer ist Erden jetzt? Scheint auf jeden Fall kein Freund des Hökers zu sein. Resi das. Ja. Der hat's auch drauf. Können wir mal ein bisschen helfen hier? Scheint ja einer von unserem Schlacht zu sein hier. Ja, wir sollten ja nur die Waren abfackeln, aber so wie das aussieht, ist vielleicht die ganze Hütte hier. Lichterloh. Hat uns sogar das Leben gerettet eben. Ja, wir funktionieren als Team auf jeden Fall ganz gut. Gut, dass wir jetzt die Zivilisten befreit haben. Ja, geile Blödsinn. Ja, sieht doch... Ist das episch? Ja, geil. Na, hauen sie nicht ab? Nee, natürlich nicht. So. Die Wache töten. Aber wir sind ja nicht mal mehr alleine. Drasi, das hilft uns ja. Ja, gleich mit dem mal eine Runde schnacken. Was der denn gegen den Hücke hat. Schön, ja. Keule rausgeholt. So, Elitewachen töten und deren Verstärkung. Ey, will die wegkriegen, ne? Ja, wie auch soll ich mit der Keule da noch drauf? Das gibt's doch gar nicht. Sag mal. Hochleistungsangriff hier mit der Keule, der wummsmächtig. Ah, du kämpfst wie ein Spartiat. Ja, das haben wir gemeinsam. In den Flammen waren Unschuldige gefangen. Habe ich alle befreit. Genau. Ein guter Soldat tut, was ihm gesagt wird. Ein großer ist immer zwei Schritte voraus. Danke. Mein Name ist Alexios. Ich würde mich auch bei dir bedanken, wenn ich deinen Namen wüsste. Thrasidas von Sparta. Du bist hier neu in Korinth. Ist auch ein Spion? Spartanische Taktik. Ich habe Mittel und Wege. Ich habe das Gefühl, das gehört im Korinth einfach dazu. Antusa hat ihre Hetären hier. Antusa. Wir sind uns uneinig, haben aber einen gemeinsamen Feind. Ja, der Höker. Sind uns einig, dass er sterben soll, aber uneinig wie. So. Sparta has a monger problem. Sparta hat auch ein Höker-Problem. Seine Waffe hat eine große Reichweite. Korinth kämpft an Spartas Seite. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Dann ist eine Zusammenarbeit mit Antusa der sicherste Weg. Wenn es nach ihr ginge, würde der Höker durch die Straßen getrieben. Sparta will, dass er leise erledigt wird. Ja, können wir erstmal anhören, wie er das machen möchte. Muss aber nicht heißen, dass wir ihm folgen. Soll er möglichst wenig Blut vergießen, möchte er davon gehen. Friedlich ist das aber nicht, ihn zu töten. Ja, das stimmt. Alles andere ist fehlgeschlagen. Also der Höker muss einfach dran glauben. Seine wichtigsten Männer sind schon festgenommen. Die Bürger bewaffnet, versucht, die Polz gegen ihn aufzubringen, half alles nichts. Also den Höker direkt angreifen. In die heilige Höhle will er ihn locken. Ja. Tötest du ihn, wird Sparta in deiner Schuld stehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Until I was thrown off Mount Aigetos as a child and left for dead. You're the son of General Nikolaus? All of Sparta knows your name. Er kennt uns, er kennt auch die Geschichte von unserem Vater und auch mit dem Berg. Impossible.
I survived. I raised myself alone. Mich selbst großgezogen, naja, also mit Markus zusammen, ne? Die Guten werden vergeben. Ihnen sollte vergeben werden. I'm on the hunt for my mother, Merini. And the only way is through Anthusa. Yes, Merini. Ah, er kennt unsere Mutter, das ist schon mal gut. Was weiß er denn über unsere Mutter? Und unseren Vater erstmal. Ein guter Befehlshaber, sturer Spartiat. Der Staat hat ihn für tot erklärt. Ja, wir haben ihn ja nicht getötet. Das war ja damals unsere Entscheidung. Wir haben ihn nicht getötet. So, was weiß er über unsere Mama? Niemand hat sie vergessen. Tja, aber so richtig verraten, was mit ihr ist. The gods have just decided you must fight for it. They couldn't make it any easier. Chin up, Spartan. Easy doesn't exist. Einfach gibt es nicht. Tja, auch das wie im wahren Leben. Wir sehen uns wieder. Ich werde mit dir kämpfen. Sei mutig. Natürlich. Das sind wir. So, das war die Hauptquest Hafen der Gesetzlosigkeit. Bis zum nächsten Mal. Like oder Abo gerne gesehen. Euer Gamer Tim Drake.